Ja, das führt schon zur Frage, ist es ein Privater oder ein Unternehmer, bei dem ich kaufe? Und dort wird dann oft darauf abgestellt, wie viel der sonst verkauft und in welchem Umfang er tätig ist und ob er dann aufgrund des Umfanges schon als Unternehmer zu sehen ist. Weil eben im Verhältnis zwischen Privat und Privat die Gewährleistung auch ausgeschlossen werden kann. Also wenn ich von jemandem privat, eindeutig privat etwas kaufe, kann der wirksam und zulässigerweise sagen, ich hafte nicht für Mängel. Bei den eBay-Käufen hängt es davon ab, ob das wirklich ein Privater ist oder jemand, der eigentlich doch Unternehmer ist, der wirklich Unternehmer ist oder aufgrund des Umfanges der Tätigkeit einfach so wirtschaftlich tätig ist, dass er eigentlich schon Unternehmer ist. Ja, also das ist dann unter Umständen eine Abgrenzungsfrage, die man sich im Einzelfall anschauen muss.